Als Wrestler ist er der Größte. Vor keinem Gegner hatte er Angst. Aber nun traf er auf die gefährlichsten und unberechenbarsten Gegner, die es gibt. Kinder. Sie müssen die beiden beschützen. Ich hasse Kinder. Kaum haben wir das letzte Kindermädchen vergraut, da schleppt er den Leibwächter an. Ich möchte nicht, dass Sean etwas passiert. Was soll ihm denn schon passieren? Sie sind klein. Ich hoffe, dass Sie eine gute Unfallversicherung haben. Ich kann schon selbst auf mich aufpassen. Aber hinterhältig. Ein Elektromagnet. Sie sind Experten für Hochspannung. So ein paar Volt können ihn nicht umbringen. Er sieht ziemlich geschafft aus. Ein Mann, der sich vor keinem Gegner gefürchtet hat, bekommt Schiss vor zwei kleinen Kindern? Sie lassen nichts unversucht, um ihn loszuwerden. Das war der Stolperdraht. Und das war das Meer. Ich hab jetzt genug. Als er gerade glaubte, das Schlimmste überstanden zu haben, tauchten skrupellose Verbrecher auf. So wie die Familie, die ich nie hatte und auch nie haben wollte. Und entführten. Auf Wiedersehen. Die Kinder. Also machte er sich auf, um die beiden rauszuholen. Denn er ist nicht nur irgendein Bodyguard, sondern Mr. Babysitter. Er ist ein ziemlich harter Brocken. Und einfach nicht unterzukriegen. Spreiz den kleinen Finger ab.